Jo, lieber ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Das passt mir tatsächlich gar nicht gerade, dass ich heute schon wieder ran muss. Eigentlich hatte ich das in einem anderen Plan, hatte ich einen kleinen anderen Plan. Aber ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit der Kampagne. Der Küstenstandort Magazzeno steht uns jetzt bevor. Naja, mal gucken, wie es läuft. Dinelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Dinellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Wir sind in der sechsten Mission. Also wir haben danach noch zwei vor uns. Nur so nebenbei gerade. So, los geht's. Funkrebidin. Das machen wir doch mal. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazzeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Warum wohl? Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Na gut, das ist dann unsere Aufgabe. Wir reden mal mit dem Dorfmann. Ah, das SOE-Kommando. Ich sollte sie erschießen. Berlin würde mich als Kriegshelden feiern. Irgendwas sagt mir, sie haben kein Interesse an Orden. Wo ist Andreas Kessler? Wir brauchen ihn lebend. Oh, Kessler ist an unserem Standort in Magazzeno. Umgeben von Büchern und Fusel. Wieso sollte ich ihnen trauen? Niemand würde einem Verräter trauen. Weaver weiß, dass meine Informationen gut sind. Hatte ich nicht recht mit dem Munitionsnachschub? War am Viadukt, nicht? Kleine Fische. Hören Sie, Lieutenant. Der Krieg ist unberechenbar, wenn die Alliierten durchmarschieren. Verstehe. Sie wollen sich absichern. Ich bitte Sie nur an mich zu denken, wenn die Zeit gekommen ist, Lieutenant. So, neues Ziel. Let's go. In die... Kriegen wir keinen Startpunkt? Doch, kriegen wir. Dann, let's go. Wir haben einige Ziele vor uns. Und jetzt geht's. Los. Ganz leise, wie unser Sniper halt so ist, machen wir uns auf. Diese Sendeschüssel muss verschwinden. Gut, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir fangen da an am besten. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Wie immer, ne?
kannst nicht so. Eingeräumt. Mein Fernseher möchte sich ausschalten. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht so. Da haben wir den ersten Gegner schon mal da unten. So, wir müssen jetzt natürlich ganz leise sein. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So, wir nehmen die Leiche natürlich mit. Bloß nicht irgendwie auffallen. Ich probiere, ob ich den. Ich muss herausfinden, wie viel die Nazis wissen. Da! So, den mal down kriegen. Natürlich, wir sind Jungs, dass wir jetzt hier sind. Das ist mir schon klar jetzt. Den gibt's schön einmal den hat er sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, die zwei habe ich mir schnell mal holen müssen.
So, die zwei auch down. Sollen sie kommen? Das macht mir das um einiges einfacher. So, den LKW zerstört. So, Infanteriekill. Der wird dir mal im Gut durch den Kopf gehen. Scheiße. So, der Infanterie-Kill ist... Der ist tot. Hier haben ein paar Gegner noch um uns rum, ne? Ist mir gerade... Fällt mir nur gerade mal auf. Und der ist auch hops. Ah, scheiße. Leider noch nicht so ganz down. Oh, den habe ich so gerade noch um die Ecke gekriegt. Der war gar nicht mal so unwichtig, der Kill. Auch der Kill war nicht so wichtig. Ah, verdammt. Komm, raus. Ah, leck mich doch. Jetzt ist er tot. Mein Gott. Such mir gerade mal die Leiche eben kurz. Das ist alles. Ja, das ist gar nicht mal so unwichtig. Kommen noch zwei angelaufen. Das ist mir recht. Umso sollen sie mal wegen der kompletten Kalotte ankommen. Ist mir so latte, wenn ich ehrlich bin.
Headshot. Zu dem. Da ist er. Fuckerkill. Wow, sauber. So, einen Fucker zu rasieren ist immer gut. Na klar, dass er nicht weiß, wo ich bin. So, du gehst mir mal lange nicht mehr auf den Sack. Dann nehme ich mal deine Munition mit. Mehr finde ich nicht. So. Oh, ein Panzer vor Soldatenkill. Das ist immer gut. Du kommst mal mit rein. So, und ein Headshot. Überlebt jetzt der beste Mann von denen nicht. Ja, dann wissen, dass ich hier bin. Da kommt der nächste angelaufen. So, weiß nicht, ob der beide kriegt. Vielleicht kriegt der mit dem Durchschuss beide. Also den zweiten habe ich auch down. Was ist der zweite von denen da? Leck mich doch am Arsch. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack, Alter. So, kaputt. Kann ich jetzt mal in Ruhe Munition ansammeln oder wollt ihr mich noch mehr wollt ihr mir nur noch mehr auf den Sack gehen? Mama ist halt so, mein Gott. Nerv mich nicht. Level 11. Nochmal, wie gesagt, sie können meinetwegen mit der kompletten Kalotte ankommen. Das ist mir so Latte. Sollen sie alle kommen, umso leichter ist es für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine kurze Abhördepesche gefunden. Sehr schön. So, dann nehme ich mir den noch mit. Die Leiche nehmen wir mit. Ich habe ein weiteres Sammelobjekt kassiert. Wunderbar. Dann haben wir kurz den Panzer noch down.
Willst du nochmal hochgehen? So, dann nehmen wir beide Panzer eben kurz mit. Umso weniger die eine Artillerie haben, umso besser ist es. Das wäre ein günstiger Angriffspunkt. Nehmen wir den halt mit da rum. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dann wieder hochkommen oder so. Ja, fall halt über die Gleiter hier. Ich hoffe, dass wir alle Feinde down haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt alle Feinde down sind. Die ersten Dings down. So, wunderbar. So, nächste Teil. Was haben wir hier? Nix. Zerstöre die. Entschlüsselungseinrichtung. So, einmal das Ding erledigen. Dann haben wir das auch soweit. So, gut. Dann haben wir das Thema Entschlüsselung auch erledigt. Dann würde ich damit weitermachen. Diesen Tresor. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Sniper Elite 4.